willkommen bei Friendly Mr. Z. Heute bin ich in den Highlands unterwegs und habe für euch was von Glenn Ronach dabei. Und zwar den 18 Jahre alten, ja, Allardyce. Ich glaube, Allardyce müsste richtig sein, aber ich glaube, französisch würde man sagen Allardyce. Ja, auf jeden Fall wurde mal wieder Zeit, dass ich auch mal hier endlich einen Glenn Ronach auf dem Kanal habe. Jetzt ist es soweit und es ist der Glenn Ronach 18 geworden, der schon, ja, relativ lange auf meiner Liste steht, aber bisher nicht in meinem Warenkorb gelandet ist, weil ganz einfach ich den immer zu teuer fand. Ne, ich habe einfach nicht eingesehen, 140 Euro für einen 18 Jahre alten Whisky auszugeben. Ja, jetzt kann man wieder sagen, klar, für ein Artback, wo kein Alter draufsteht, gibt es auch 150 Euro aus. Ja, das stimmt, das ist aber immer irgendwie was anderes. Also ihr wisst, was ich meine, wobei ich ja schon sagen muss, Farbe, ne? Die Farbtrinker unter uns werden es vermutlich mögen, allein schon wegen der Farbe. Ja, also ist schon richtig geil, holt mich auf jeden Fall auch ab, sehr, sehr dunkel, sieht sehr, sehr schick aus. Ja, aber wie gesagt, preislich bisher immer, habe ich immer gesagt, nee, möchte ich nicht holen, ist mir zu viel. Und jetzt gab es den vor kurzem für 103 Euro, die Abfüllung von diesem Jahr, also von 2021. Ne? Also ich habe die Abfüllung vom 15.06.2021 und ja, für 103 Euro, ein paar, ich glaube 103 Euro und 50 Cent oder so hat die Flasche, meine ich, gekostet, habe ich mir gedacht, gut, komm, jetzt bestellt sie einfach mal. Ja, interessant war, wie auch schon bei anderen Abfüllungen in der Vergangenheit, sprach sich das natürlich schnell rum, dass man die Flasche für 103 Euro ein paar kaputte bei dem Händler bekommt. Und ungefähr eine Stunde oder zwei Stunden später war der Preis dann, glaube ich, bei 137,90 Euro. Und mittlerweile kriegst du den auch bei allen anderen Händlern auch so um den Kurs. Ne? Irgendwas zwischen 135 und 140 Euro hat sich also wieder da eingependelt, wo die anderen Abfüllungen auch vorher schon waren. Hier muss man auf jeden Fall jetzt sagen, dass hier die Abfüllung ist jetzt wirklich 18 Jahre alt. Es gab ja da mal, die Distille war zwischendurch mal geschlossen, da wurde halt nichts produziert. Und wenn man dann quasi einen 18 Jahre alten Whisky hatte, wo 18 Jahre drauf stand, war in der Regel älterer Stoff drin. So, das aber jetzt das erste Mal nicht mehr so. Jetzt haben wir halt wirklich 18 Jahre Alter. Ne? Da ist also, kann also von diesen alten Fässern, die vorher in den anderen Abfüllungen mit drin waren, nichts mehr drin sein. Ne, deswegen habe ich halt auch gedacht, okay, 103 Euro wird dann jetzt vermutlich der Preis, wo es sich einpendelt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man jetzt auch bei dem normalen 18-Jährigen, der jetzt wirklich auch tatsächlich 18 Jahre alt ist, das wissen wir ja, auch den Preis direkt wieder so anzieht. Naja, schade drum, aber was soll's. Wichtig ist, dass das Zeug schmeckt. Und über den Preis können wir ja immer diskutieren. Dem einen ist das mehr wert, dem anderen ist das weniger wert. Das wissen wir ja mittlerweile. Aber ich probiere halt gerne alles aus und Glenn Ronach hatte ich bisher den 15er. Den hatten wir ja mal in einem Vergleichstasting auf dem im Livestream, wo wir halt den nicht kühl gefilterten und den kühl gefilterten miteinander verglichen haben. Und ich glaube, in einem Blind Tasting hatte ich auch mal den 12er gehabt. Ja, die waren auch alle okay, aber die waren jetzt für mich beide nicht so die Offenbarung, wo ich gesagt hätte, wow, ja, Glenn Ronach muss man jetzt immer wieder haben. Ne? Naja gut, ich würde einfach mal sagen, ich halte jetzt mal hier die Nase rein und gucke mal, was ich so im Glas habe. Interessant noch zu wissen ist, dass wir hier nur Oloroso Sherry Casks haben, ja. Und der ist auch nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert, steht hier auf jeden Fall noch drauf. Wie gesagt, beim 15er, bei der neuen, da steht das mit Kühlfilterung nicht mehr drauf, da, also weil die halt vermutlich dann jetzt bald anfangen, die kühl zu filtern. Gut, ich halte jetzt mal Nase rein, los geht's, schauen wir mal. Boah, der ist so, der riecht so nach einem richtig schweren Whisky. Also der hat auch nur 46%, ne? Aber, boah. Also der ist schon krass, muss man wirklich sagen. Also hier habe ich richtig krass viel Rosinen. Der riecht nach richtig viel Möbelpolitur. Der hat eine richtig krasse Ledernote. Der riecht so richtig schwer süß, richtig dickflüssig, richtig sirupartig. Also da kommt eine richtig krasse Ladung Aromen. Boah, krass. Also das ist auf jeden Fall schon in der Nase ein krasser Sherry-Whisky. Also wirklich heftig. Der erinnert mich gerade so ein bisschen an, kennt ihr Grafschafter Goldsaft? So diese gelben Pötte.
wenn du daran riechst, das riecht ja auch so sehr zäh, dickflüssig und ist ja auch zäh und dickflüssig. Und ich muss auch bei der Farbe die ganze Zeit an Graf Schafter Goldsaft denken. Aber wenn ich mich ganz anstrenge, dann kriege ich noch so, kennt ihr diese eingelegten Kirschen, wo du die auch einfach mit Puddingpulver ein bisschen andickst und dann warm machst für Waffeln? So riecht das so, wenn du dieses Glas mit diesen Kirschen aufmachst, Schattenmorellen sind das so. Wenn du das Glas so aufdrehst und dann riechst du dran, die erste Ladung, die du so an Geruch in die Nase bekommst. Das ist auch so ein bisschen mit dabei. Aber ansonsten wirklich sehr süß, sehr viel Leder, sehr viel Möbelpolitur, also wirklich krass, also so wirklich antike Möbel, wenn du in so einem Schloss bist. Stell dir vor, du läufst durch so ein Schloss und dann atmest du mal richtig tief ein und dann riechst du auch dieses intensive alte antike Holz, ne, das so alles poliert, gewienert und so, ne? Also so müsst ihr euch das vorstellen. Also gefällt mir auf jeden Fall die Nase, aber ist halt, das ist kein Whisky für warme Tage, kann ich jetzt schon mal sagen. Also von der Nase her auf gar keinen Fall. Der riecht wirklich richtig schwer und nach einem richtig krassen, mundraumfüllenden, belegenden Whisky. Aber ich bin echt gespannt, wie der gleich im Geschmack ist. Jetzt kriege ich auch noch so eine leicht herzhafte Note, die kriege ich aber Oloroso generell sehr häufig. Aber keine Angst, es ist kein Gurkenwasser. Ist für mich eher so brotig, ne? So brotartig, so wie als wenn ich so ein frisches, noch leicht feuchtes Roggenbrot anschneiden würde. Aber gefällt mir. Also, schönes Ding auf jeden Fall in der Nase. Ich würde sagen, ich probiere jetzt mal. Ich habe jetzt richtig Bock, weil wenn du dran riechst, dann läuft dir schon ein bisschen so das Wasser im Mund zusammen, muss ich sagen. Ja, Sludger. Also er ist ganz anders, als die Nase vermuten lässt. Also du würdest jetzt von der Nase denken, du kriegst jetzt so ein richtiges Sherry-Brett, zuckersüß, wie Sirup, einfach nur volle Ladung Rosinen. Aber ich kriege einen richtig alten, abgerockten Ledersessel. Der riecht so, ich habe so, so vom Geruch, vom Geschmack her so das Gefühl, ich würde einen Humidor von innen aus lecken. Und dazu kommt eine unfassbare, intensive Zitrus-Orangennote. Also wirklich so, als wenn du so ein bisschen so Orange abreiben würdest, ein bisschen Zitrone abreiben würdest und dann mischst du das noch ein bisschen mit dieser Haut, weil das ist so eine leicht bittere Note, könnte ein bisschen auch so in Richtung Limette gehen, ne? Aber irgendwie so, du hast auf jeden Fall sehr, sehr krasse Zitrus-Aromen. Aber ich kriege null von krassen Rosinennoten. Ich kriege kaum richtig krasse Frucht. Wirklich sehr, sehr zurückhaltend, aber trotzdem so die volle Ladung Leder und Möbel, die ich haben will. Ne? Ich finde, im Abgang macht er sich so ein bisschen breit. So, da kriege ich so eher so dieses Nussige. Und da merkst du auch, dass der wirklich so mundraumfüllend ist, dass der echt relativ schwer auch ist. Also das ist kein Leichtgewicht, definitiv nicht. Ne, ich probiere nochmal einen Schluck. Also ist wirklich spannend. Vor allen Dingen auch finde der Alkohol ist super eingebunden. Also ist wirklich ideal. Wirklich auch hinten raus kriegst du ja noch so eine schöne Holznote wieder mit dabei. Der kriegt so ein bisschen sehr, sehr dunkles Karamell hinten raus. Das ist wirklich, wenn du Karamell so echt zu lange angeflamed hast oder zu lange in der Pfanne hattest. Ja, und ich würde einfach sagen, das ist schon so, der hat schon so ein bisschen Oldschool-Style, finde ich. Der erinnert mich so ein bisschen so an diese Oldschool-Whiskys, so 70er, 80er Blend so ungefähr, ne? Aber ist auch so ein schöner, schwerer Whisky für einen sehr kalten Tag.
Also, der ist schon super interessant, vor allen Dingen, weil ich finde, der ist nicht hart überladen. Ne? Also, du würdest jetzt natürlich bei der Farbe denkst du dir, ja, mega aufgeladen, das Ding oder so, aber nee, der bringt viel Aromen mit, der bringt viele Noten mit, aber der ist halt nicht so, du hast halt nicht dieses Gefühl, dass der so übertrieben mit Sherry aufgeladen ist, sondern der ist zwar voll und der ist voluminös, würde ich schon fast sagen, ja, und auch schwer, aber es ist nicht so, dass das einfach so ein richtig krasses, übertriebenes Sherry-Brett ist, ne? Also für mich ist der super. Ich finde den echt gut, aber ich finde den Preis auch ein bisschen teuer. Ne? Also ich glaube, für 100 € glaube ich, oder 105 €, glaube ich, kann man den mitnehmen. Aber bei 135 bis 140 €, pff, also weiß ich halt nicht. Also für den Preis kriege ich auch einen Kavalan. Und Kavalan, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Sherry-Abfüllungen, da kriege ich ein richtiges, krasses Sherry-Brett. Ne? Das ist richtig geiles Zeug. Und da würde ich, glaube ich, eher zu einem Kavalan halt tendieren, wenn ich jetzt wirklich mehr als 105 € oder was ausgeben will. Ich meine, die sind auch so in der Preisrange, meine ich. Aber hier 135 bis 140 € oder von mir aus 138 € wie teuer die aktuell sind, finde ich einfach zu viel. Das ist einfach zu teuer, das macht doch dann nicht mehr so viel Spaß. Ne? Dann überlegst du halt nochmal, nehme ich jetzt so eine Bulle auf jeden Fall mit oder nicht? Und für viele ist ja Glendronach immer eine Bank und man muss auch sagen, der ist gerade auch eine Bank. Aber der ist halt nicht diese Bank, die ich vielleicht erwartet hätte, nach dem, was mir so erzählt worden ist. Weil ja, für mich ist das eine Bank, aber so in diese Richtung geile Lederaromen, geile Holzaromen, wirklich Möbelpolitur, schwerer Whisky. Schön, also von mir kriegt der 4 Daumen hoch, auf jeden Fall. Ja, 4 bis 5 Daumen hoch sogar. Also ich finde ihn schon echt gut. Da fehlt für mich noch so ein kleines Mühe, wo ich sagen würde, wow, das ist jetzt so die Überraschung des Tages. Dann würde er von mir 5 kriegen, aber aktuell so, ja, 4 bis 5 Daumen hoch passt schon. Irgendwo so in der Mitte dazwischen, da liegt die Wahrheit, ja. Ja, wenn ihr den schon probiert habt, also jetzt die neue Abfüllung, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr den so fandet. Vor allen Dingen sehr interessant, wenn jemand vergleichen konnte, weil ich habe jetzt leider keinen Vergleich mit einer anderen Abfüllung, zum Beispiel von letztem Jahr oder vom Jahr davor, sondern ich habe jetzt halt nur die aktuelle. Ne, würde mich mal interessieren, wie der da so bei euch abgeschnitten hat und ob ihr Glendronach für 100 oder Glendronach 18 für 138 € kaufen würdet. Gut. Wichtig ist, schaut euch andere Videos auf meinem Kanal an, empfehlt mich weiter, sagt euren Freunden Bescheid, was Friendly Mr. Z hier so macht. Folgt mir bei Facebook und bei Instagram und kommt sehr gerne in meine WhatsApp Whisky Community Gruppe. Einfach mich anschreiben, ich lade euch dann in die Gruppe sehr gerne ein. Ja, und jetzt würde ich sagen, wünsche ich noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.